Ja, die Unternehmenskasse oder Abbauschale, die Unterstützungskasse ist ja der älteste Durchführungsweg, den wir haben. Die ist älter als die bayerische Weißwurst, die gut 150 Jahre alt ist. Das Alter ist ungefähr bei 180 Jahren. Ich glaube, das war 1834. Gute Hoffnungshütte damals hat die erste Unterstützungskasse eingeführt. Ich glaube, 15, 16 Jahre später sind erst die ersten Versicherungen gegründet worden. Also von daher ist es wirklich der älteste Durchführungsweg, der sich ganz klar im Laufe der Zeit reformiert hat, im Laufe der Zeit verändert hat. Aber es war der älteste Weg aus den sozialen Gedanken heraus. Der soziale Gedanke ist jetzt wieder ganz modern. Und es kommen auch andere Gedanken dazu, die man einfach verfolgt. Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, Fachkräftebindung einerseits, bankenunabhängig, Liquidität, maximale Ausnutzung steuerlicher Vorteile, Berücksichtigung von Haftungsinanspruchnahmen durch die Anlage in Staatspapiere. Das sind genau die Punkte, die heute Unternehmer wieder dazu bringen, das alte Instrument vermehrt einzusetzen, was früher nur die Großunternehmen, große Mittelständler, teilweise börsennotierte Unternehmen gemacht haben, Privatbanken gemacht haben, immer noch machen, derzeit auch für die Unternehmenskunden öffnen wird, und das machen wir seit 13, 14 Jahren hier, zunehmend auch für mittelständische Unternehmen salonfähig. Die Verwaltungen sind so schlank, die Prozesse sind so eingefahren, dass man das wirklich auch beim 5- und 10- und 15- und 20-Mann-Unternehmen sehr gern und gut einführen kann.